herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal Volkers Barbecue Palace. Ich habe ja lange nichts von mir hören lassen, habe relativ viele Dinge auf Instagram gemacht, ein paar schöne Fotos gepostet, ein paar kleine Filme zum Grillen gepostet. Heute wollen wir mal was anderes machen. Heute will ich hier mal ein neues Produkt auspacken, will ich euch zeigen. Habe ich vorher sonst noch nie was von gehört. Und zwar ist das der Kopfgrill. Der wurde mir wärmstens empfohlen, gerade wenn man so campingmäßig unterwegs ist, wäre das wohl eine tolle Sache. Ursprünglich wollte ich mir so einen Lotusgrill kaufen, die es beim Lidl und beim Aldi gibt, für 50, 60 Euro. Allerdings haben diese Geräte die Eigenschaft, dass die halt nicht sehr lange die Wärme vorhalten und man ein Steak schon mal gar nicht drauf machen kann. Ich selbst habe damit schon mal gegrillt. Für so ein paar Bratwürste reicht es wohl, aber der Kopfgrill, der soll genau das Gegenteil sein. Vom Prinzip her ist es wahrscheinlich ähnlich, aber die Temperatur kann über einen viel längeren Zeitraum beibehalten werden. So, das Schätzchen ist vor ein paar Tagen bei mir angekommen. Ich habe es leider noch nicht geschafft auszupacken, aber das machen wir jetzt mal gemeinsam zusammen. Das ist ja immer wie Weihnachten, wenn man so ein Paket kriegt. Und auch ich möchte vorher betonen, das ist von niemandem gesponsert oder dergleichen. Ich habe hab das Ganze mal bestellt auf der Internetseite. Und jetzt gucken wir mal, was hier alles schönes drin ist in dem Paketchen. Als nützliches Zubehör habe ich mir die Tasche bestellt, wo wir den Kollegen nachher reinmachen können. Und ich hoffe auch vernünftig transportieren können, um ihn im Wohnmobil zu verstauen. So, des Weiteren haben wir hier ein Päckchen. Das sind die dazugehörigen Kohlen. Die Dinger, die haben mich total überzeugt. Ich habe das mal in einem Video gesehen. Die sind so ähnlich wie, also man kann die nehmen, kann die mit dem Feuerzeug anzünden und dann brennen die Dinger einfach durch. Und laut Hersteller sollen die wohl bis zu 3-4 Stunden durchbrennen. Und das werden wir ausprobieren. So, dann haben wir noch ein Zubehörteil. Und zwar den Wok. Das ist so eine kleine Wokpfanne, da kann man alles mögliche drin machen, Wurzeln und die testen wir demnächst auch in einem der nächsten Videos mit. So, jetzt kommt das Herzstück der ganzen Geschichte, der eigentliche Grill. Das sieht schon ganz solide aus und jetzt gucken wir mal rein, was da so drin ist. Ne? Hat knapp 264 Euro gekostet und ich hoffe mal, dass wir damit vernünftige Grillergebnisse erzielen werden. Hier ist nochmal, können wir vielleicht mal gucken, gibt es noch einiges an Zubehör für den Grill. Ob wir die alle brauchen, schauen wir mal. Ja, oder hier, das können wir mal gucken. Erstmal begnügen wir uns, was hier in dieser Schatztruhe alles drin ist. Ja, als erstes haben wir hier so eine Art Heber, wo man die einzelnen Grillroste raushebeln kann, ohne sich dabei die Finger im Betrieb zu verbrennen. Dann haben wir hier eine tolle Betriebsanleitung. Des Weiteren haben wir einen Grillrost. Ist, glaube ich, mit seinen 32 cm nicht das kleinste, aber auch nicht das größte. Aber da wir im Regelfall, mein Schatz hier und ich, mit zwei Personen unterwegs sind, im Wohnmobil und selbst wenn wir zu dritt unterwegs sind, denke ich mal, kriegt man da sicherlich auch drei Stücken Fleisch drauf. Ich sprach ja gerade davon, es handelt sich hier um das Modell, um das 2019er Modell. Und zwar gibt es da so ein paar Veränderungen zu den alten Modellen. Das hatte ich mir angeguckt. Und zwar soll man hier mit diesem Deckel, soll man da besser die Temperatur regeln können. Wie das im Einzelnen funktionieren soll, das kann ich euch noch nicht sagen. Das müssen wir mal ausprobieren, weil hier sind so Lüftungsschlitze drin. Allerdings, was ich hier sehe, man kann diese Lüftungsschlitze weder schließen noch öffnen. Die sind eigentlich einfach offen. Gucken wir mal im Laufe, was das damit auf sich hat. Natürlich immer auch eine Verpackung. So, dann haben wir hier den Kohlekorb. In diesen Kohlekorb werden dann diese Pads reingelegt und sorgen dann für die entsprechende Temperatur. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir dann nochmal so eine Asche-Auffangschale, nehme ich mal an. Und macht alles eine relativ soliden Eindruck. Und
im Gegensatz zu diesem Lotusgrill, was ich eingehend erwähnte, ist das schon sehr stabil oder macht zumindest einen sehr stabilen Eindruck. So, dann haben wir hier den, ja, das ist eine Einwegschale, da kommen wir gleich noch zu. So, dann haben wir hier noch einen Grillrost. Grillrostgrillplatte. Hier muss man noch so ein bisschen Etikette entfernen. Das ist eine Teflon-Beschichtung, sehe ich hier gerade. Und man hat hier so eine geriffelte Oberfläche, wo man sicherlich mal einen vernünftigen Stick drauf machen kann. Und man hat hier eine glatte Oberfläche, können wir mal Spiegelei drauf machen. Schauen wir mal. So, hier haben wir wie gesagt diesen Heber, kann man hier scheinbar so reingehen und kann die Sachen dann entsprechend raushebeln. So, und dann kommt das letzte Teil. So, das ist der eigentliche Fuß, wo der Grill drin steht. Und der Hersteller verspricht halt auch, selbst im glühenden Zustand und im Betrieb könnte man hier anfassen und könnte den Grill von A nach B transportieren, ohne sich dabei die Fingerchen zu verletzen. So, das Zusammenbauen ist relativ einfach. Man nimmt also diese Schale, das ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Das wird so ein Aluguss oder sowas sein. Das ist relativ leicht, aber doch sehr stabil. Das setzt man hier oben ein. So, des Weiteren kommt dann hier die Schale, wo die Asche nachher reinlaufen kann. Und hier kommt quasi der Halter für die Kohle, die kommt hier oben drauf. Zeige ich nochmal so. So. Und zu guter Letzt kann man sich dann überlegen, nehme ich den Grillrost, also den. Und den kann man dann hier oben einfach so aufsetzen. Oder aber ich nehme diese Platte, ja, da kann man dann halt entsprechend Fleisch oder auch Würste grillen. Das Fett, das läuft dann hier runter, läuft in diese Auffangschale und lässt sich dann, ich hoffe mal, relativ einfach auch reinigen. So, dann könnte man jetzt hier wahrscheinlich das Ding auch noch draufstellen. Zumindest habe ich das schon mal irgendwo so gesehen, dass das so geht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man hier bei direkter Hitze, also da ist das schon relativ heiß alles. Das muss ich noch mal gucken, wie das genau funktioniert, aber das kriegen wir auch noch irgendwie. So. Ja, das müssen wir noch antesten. So, und dann kann man hier den super tollen Deckel nehmen und kann einmal Schabuck machen und schon ist die ganze Geschichte geschlossen. Und dann sollen wir das hier so anfassen können und entsprechend wegtransportieren. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass da auch noch so eine Pfanne, so eine Wokpfanne dabei ist. Die packen wir auch nochmal aus. Die gucken wir uns nochmal an. Und ich denke mal, da kann man auch alles Mögliche an Gemüse, Fleisch oder Gemüsepfanne oder irgendwie sowas machen. Das werden wir dann im Laufe der Zeit, wie ich das vorhin auch schon sagte, mal entsprechend ausprobieren. Das handelt sich hier wahrscheinlich auch irgendwie um so einen Aluguss. Recht unspektakulär aus. Ich hoffe mal, man kann die dann hier wahrscheinlich einfach so oben einsetzen, indem man natürlich erst die vorigen Roste und Platten entfernt. Ich denke mal, dass man die einfach hier so oben drauf setzt. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann kann man da, keine Ahnung, irgendwelches Gemüse schon mal zubereiten oder anbraten oder auch dann Fleisch anbraten. Entsprechend wieder abdecken. Was mich natürlich noch interessiert, wie man bei diesem Gerät die Temperatur reguliert, weil ich hoffe ja mal, dass man da auch irgendwie auf niedrige Temperatur ein bisschen was machen kann, aber ich denke, das ist dann nochmal ein Thema für ein weiteres Video. Heute würde ich sagen, belassen wir es dabei, dass wir sagen, komm, wir gucken uns das Teil erstmal an, was ist alles im Lieferumfang dabei. Die Kohlen schauen wir uns gleich noch an und dann versuchen wir auch noch gleich den Grill in die mitgelieferte bzw. zusätzlich bestellte Tasche schon mal einzupacken. Und ja, in einem der nächsten Videos gucken wir, wie man damit dann entsprechend auch umgehen kann. So, die Kohlen, sagte ich ja, das sind so Briketts. Das scheint ja wohl irgendwie ein besonderes Patent zu sein. Die sind hier sogar alle einzeln verpackt. Ich
Ich habe das hier so ein bisschen in die Kamera, dass man das sehen kann. Die passen dann hier natürlich in diese Verpackung, packen die hier direkt rein. Dann kann man die anmachen und ja, platziert die direkt in dieser Brikettschale, Feuerschale oder wie auch immer das Teil man nennen möge. Und dann werden wir auch genau gucken, ob die wirklich das versprechen oder das halten, was sie versprechen, nämlich eine relativ lange Brenndauer. Hier in so einer kleinen Kiste sind 1, 2, 3, 4, 5 so Kohlen drin. Also ich sag mal so 5 Grillgänge kann man damit sicherlich machen. Und aber das gucken wir uns auch nochmal an und ja, wir wollen ja wissen, ob das wirklich alles so easy ist und so funktioniert, wie das der Hersteller halt auch immer so versprechen. So, dann zu guter Letzt kommen wir noch zur Tasche. Mal gucken, ich hoffe mal, dass wir das hier einigermaßen reingefusselt kriegen, weil immer so einen großen Karton mitzuschleppen wäre totaler Quatsch. So. Sieht ja schon ganz gut aus. Täschchen. So. Man kennt das ja zum Beispiel, der eine oder andere hat vielleicht gerade unter den Campern so einen Kadak-Grill. Da ist auch alles in so einer Tasche drin und ja, kriege ich das relativ vernünftig verstaut. Und ich hoffe mal, das geht hier genauso. So, dann versuchen wir das mal so ein bisschen zu puzzeln. Dann nehmen wir erstmal die Unterseite. Hier sind auch nochmal irgendwelche Belüftungslöcher drin, aber das müssen wir uns mal in aller Ruhe angucken, ja, wie wir das da mit der Temperatursteuerung halt hinbekommen. So. Und den Kollegen dann mal vorrichtig ein. Ja. Ja, und dann irgendwie schauen, dass wir hier alles irgendwie da reinkriegen. So. Wenn ich das genauso mache, wie ich es gerade schon aufgebaut habe. Müsste man mal gucken, vielleicht kriegen wir die Pfanne noch mit rein. Die Teile müssen ja auch noch irgendwie mit rein. Das ist nicht so. Gucken wir, ob wir das vielleicht so reinkriegen. Teil unten rein. Noch ein Teil unten rein. Dann noch das Ding da drauf. Pfanne. Den Heber nicht zu vergessen. Deckel. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das Ganze hier auch noch zu. So, dann ja, Bedienungsanleitung sollte man vielleicht für die ersten Male dabei haben. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir den Kollegen schon versandfertig verpackt und es kann ins Wohnmobil gehen. Ich denke mal, den ersten Test, den wir damit machen werden, das wird jetzt irgendwann spätestens über Ostern sein. Da sind wir mit dem Wohnmobil am Gardasee. Und wem das Video gefallen hat, da würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wer Lust hat, kann mich gerne auf meinem YouTube-Kanal besuchen, Volkers Barbecue Palace. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, euer Volker. Bis zum nächsten Mal und ciao.